Einen wunderbaren guten Tag wünsche ich. Mit 100 Fragen im Gepäck mache ich mich auf Spurensuche, um Antworten zu finden. Antworten, die spannend sind, die hörenswert sind und am wichtigsten, die dir vielleicht neue Perspektiven eröffnen, andere Möglichkeiten aufzeigen oder gänzlich neue Wahrheiten belegen. Gefragt wird bei mir jedermann, ganz nach dem indischen Motto, same, same, but different. Und Jürgen hat schon die nächste Karte in der Hand. Wie eine Lottofee. Welche Lebensentscheidung würdest du aus heutiger Sicht anders treffen und warum? Nö, würde ich nicht. Keine einzige. Nö, das war, ich hab nicht eine Entscheidung so falsch getroffen, so daneben, so schlecht, dass ich sie bereuen müsste. Oh, herzlichen Glückwunsch. Also ich habe immer, ich gebe immer mein Bestes und versuche alles so gut wie möglich zu machen. Mehr kann ich nicht, mehr geht nicht. Kann keiner. Ich glaube, das tun wir natürlich alle. Wir versuchen, das Beste für uns zu wollen, für andere zu wollen. Und darüber hinaus machen wir natürlich mitunter auch große Fehler. Ob etwas jetzt ein Fehler war oder nicht, das lässt sich natürlich nicht so einfach sagen. Mir fällt was ein, mir ist was eingefallen. Ah, doch. Mir ist was eingefallen und zwar war ich ein paar Mal ein wirkliches menschliches Arschloch das würde mir jetzt nicht nochmal passieren. Ich habe ein paar Menschen wirklich schlecht und überheblich und arrogant auch verletzt und das bereue ich, aber sonst nichts. Okay. Nö, das ist toll, also wenn man gar nichts bereut im Großen und Ganzen, weil letztendlich muss man sich auch immer fragen, das, was passiert ist, hat ja auch einen Sinn und daraus hat man ja womöglich was gelernt oder hätte vielleicht was lernen sollen, wie man das auch annehmen mag in seinem Weltbild. Deshalb ist es immer so ein bisschen schwierig, das zu beurteilen. Bei mir gibt es im Leben eigentlich auch wirklich nichts, wo ich sage, das habe ich total bereut, gar nicht. Du, das ist eigentlich keine gute Frage, Mario. Entschuldige. Okay. Weißt du, die meisten würden natürlich jetzt sagen, ja, okay, ich hätte vielleicht die Schule nicht abbrechen dürfen oder dann hätte ich jetzt mehr Geld, hätte einen besseren Beruf oder sonst irgendwie was, aber das weiß man ja alles gar nicht. Ja. Ja, also selbst wenn ich damals die Schule weitergemacht hätte, ja, Aber die Frage ist, würdest du aus heutiger Sicht... Aus heutiger Sicht habe ich, wie gesagt, keinen großen, so schlimmen Fehler gemacht. Genau. Also aus heutiger Sicht muss ich tatsächlich irgendwie sagen, doch, ganz klar. Also es war ja nicht so, dass das mit sozusagen Jürgen alles einfach war und der war ja damals noch in einer Beziehung und all diese Geschichten und da sind Dinge gelaufen, die echt jenseits von Gut und Böse waren letztendlich, aber ich einfach unfassbar verliebt war und das würde, also das bereue ich tatsächlich, ja, dass ich da nicht schon viel früher gesagt habe, weißt du was, du kannst mich am Arsch lecken. Da wäre mir echt viel erspart geblieben. Und also bestimmte Dinge, daraus habe ich auch gelernt, würde ich heute so nicht mehr zulassen, sondern auch wirklich knallhart sagen, bis hierher und nicht weiter. Ich finde die Frage nicht besonders gut. Okay. Gut, dann gehen wir zur nächsten. Ja. So, wo ist Gott? Immer besser, ja. Wo ist Gott? Naja, überall und nirgends. Ganz einfach. Klipp und klar. Passt das nirgends? Kann jemand überall und gleichzeitig nirgends sein? Na, entweder oder.
entweder überall oder nirgends. Also für mich gibt es nur die zwei Möglichkeiten. Ist es dann nirgends oder überall? Ja, dann sagen wir überall. Das kommt jetzt drauf an. Vorhin hast du ja gesagt, du glaubst nicht wirklich an Gott. Ja, es kommt drauf an, wie man Gott jetzt definiert. Okay, wie definierst du ihn denn jetzt? Also ausgehend davon, dass Gott jetzt eine spirituelle Einheit ist, dann ist sie überall, tritt sie überall in Erscheinung. An manchen Orten vielleicht zentriert oder also dichter und an anderen Orten weniger. Ja, ich glaube, dem ist nichts hinzuzufügen, so würde ich es auch sehen. Was bedeutet für dich, sei du selbst und folge deinem Herzen? Oh, also dieses, kann ich die nächste? Nein. Also, folge deinem Herzen. Ich war immer, habe ich immer beachtet, war immer einer meiner Leitsätze, folge deinem Herzen. Ne? Und es hat die letzten 2 Jahre leider sowas von versagt, sowas von überhaupt nicht funktioniert. Und ich begreife es bis heute nicht. In welcher Hinsicht nicht funktioniert? Ja, weil, also mein Herz hat mir den Weg gezeigt. Ging es dabei um andere Menschen? Liebe? Es ging natürlich. Okay. Ja. Es ging um eine Liebe. Und ich bin dem Puls, dem Signal meines Herzens gefolgt, ne? Mit einem guten Gefühl. Und ich habe ein Feedback bekommen, was dieses Gefühl meines Herzens bestätigt hat, was aber praktisch auf Widerstand gestoßen ist. Das heißt, es konnte nicht gelebt werden, konnte nicht realisiert werden, ist quasi, das ist so wie wenn, als wenn dir einer sagt, irgendwie, du kannst da durchfahren, die Wand, die sieht nur aus wie eine Wand, das ist, ne? Ist kein Hindernis, fahr durch, fahr zu. Und du fährst drauf los und die Wand irgendwie und du fährst voll gegen die Mauer. Okay. So ein Ding, ja. Okay. Und das habe ich, ich begreife es immer noch nicht, weil das war also so widersprüchlich, konnte ich mir das noch nicht mal vorstellen. Aber dann war doch dein Gegenüber widersprüchlich und nicht ja, du. Ja, klar. Von dem her ist doch, hast du doch eigentlich alles richtig gemacht, indem du deinem Herzen gefolgt ich bist. Ich weiß nicht, ich denke, ich hätte da irgendwie, muss mit Signale übersehen haben, Symptome übersehen haben, ich muss was übersehen haben. Also ich halte meine 5 Sinne schon für so ausgeprägt, dass ich muss was übersehen haben. Und ich kaue seit einem Jahr, kaue ich daran, ja, weil, und es macht mich wahnsinnig, weil ich es nicht begreife, das habe ich dir auch am Anfang gesagt. Ich muss, wenn ich von dem Moment, wenn einer käme und würde mir das erklären, ja, würde sagen, pass auf, das ist so und so, ne, oder das und das ist gelaufen und könnte das aufschlüsseln, dann wäre das Ding in Ordnung, dann würde mich das erlösen. Aber das bleibt so im Raum stehen und lässt sich nicht klären und macht mich irre. Ne? Also es ist verrückt. Und das ist das erste Mal, dass das nicht hingehauen hat. Aber ansonsten bin ich voll und ganz der Meinung, dass man seinem Herzen folgen soll. Und dass das Herz dass einem das auch den richtigen Weg zeigt. Aber gleichzeitig
Vielleicht musst du ja auch was lernen. Vielleicht musst du ja lernen, loszulassen, weil man kann ja nicht alles erklären. Und gerade die Liebe ist ja wohl wirklich das widersprüchlichste und das unerklärlichste Phänomen überhaupt. Und wie oft hat man es natürlich auch, man würde ja gerne wollen und kann aber nicht, ohne das selbst definieren zu Erklär können. mir mal loslassen. Was meinst du mit Na, loslassen? loslassen tatsächlich von der Suche nach der Erklärung, nach der Suche, was habe ich übersehen. Loslassen auch von dem Verletztsein. Wie soll ich sagen, c'est la vie und soll jetzt noch ein in den Wenn es so schön ein wäre, wenn es so einfach und wäre. sagst, ja eben, Ja, wenn ich sagen natürlich, das könnte, geht ja gell, nicht. ach dann eben nicht und so und ich lebe meinen Alltag weiter, ja, wenn das möglich Ja, wäre. das eine ist sozusagen, das ist nochmals die andere Baustelle. Nee, Also da ist das, wirklich, da ist dieses. was entstanden, das verfolgt mich. Ja? Aber ich werde es vergessen, natürlich. Ja, das ist halt noch nicht so lange her und das werde ich irgendwann werde ich es vergessen haben. Der nächste Kerl kommt bestimmt. Ja, ich habe schon ein paar in Beobachtung. Stimmt, du kannst ja gut Ja, ich beobachten. muss Gas geben. Also ich meine, ich bin alt. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Mit 70 irgendwie ist der Zug abgefahren. Wie stellst du dir die Ewigkeit vor? Die Ewigkeit spürt man, glaube ich, die Ewigkeit erlebt man, glaube ich, im Unglück. Soll heißen. Wenn man zutiefst unglücklich ist oder ja, dann hat man das Gefühl von Ewigkeit. Also so von, das hört nie wieder auf Genau, und das bleibt jetzt ewig so. ja. Komischerweise Ja, das, ja. hat man das bei Glück nicht. Das stimmt, das stimmt. Beim Glück hat man so dieses Gefühl, naja, das Glück ist endlich, aber wenn es um gerade Trauer, ja, wenn also wirklich richtig fette, fiese Trauer, gerade auch nach Jürgens Suizid, da war, ja, da konnte ich die Ewigkeit plötzlich greifen und ich wusste, das wird ewig so bleiben. Ja, und aber in einem Teil wird es ja auch so sein. Wir sagen ja immer, Hinterbliebene von Suiziden, die haben lebenslänglich bekommen. Das ist auch eine Ewigkeit, weil das immer ein Teil von uns bleiben wird. Und damit ist es auch ewig. Und, aber du hast vollkommen recht, ja. Ewigkeit erlebt man so ein Stück weit in der Trauer. In wirklich schlimmen Lebensphasen. Das ist ein Gefühl, das sollte es nicht geben. Ja? Also, dass Menschen so stark unglücklich sind, ja? In so tiefe Trauer verfallen, das ist nicht gut. Was ist das für ein Leben? Das ist kein Leben mehr. Definitiv nicht. Also das ist das, was ich für mich gespürt habe, das war definitiv kein Leben mehr. Und ich frage mich noch immer, wie ich es wirklich geschafft habe, da einfach auch trotzdem weitermachen zu können, immer wieder rauszukommen. Und ich sehe natürlich bei ganz vielen Hinterbliebenen, die ich treffe, Gott sei Dank nicht die meisten, sondern auch eher nur ein kleiner Teil von denen. Aber es gibt schon so in der ganzen Zeit jetzt drei, vier Menschen, da habe ich so das Gefühl, die sind in der Ewigkeit der Trauer gefangen. Und es gibt nach wie vor keinen einzigen Ausweg, egal
was kommt, ja, egal was geschieht. Und da würde das, glaube ich, Es gibt ganz Leute, gut die passen. zerbrechen. Ja, das Ja? sind auch Menschen, die daran zerbrechen. Und Mhm. die zerbrechen dann nicht nur alleine daran, da zerbricht eine ganze Familie daran. Und es sind Menschen, um die ich mir wirklich Sorgen mache Ja, und wo ich auch Angst habe. glaube ich, Also da ja. habe ich wirklich Angst, dass auch irgendwann mal dieser Lebenswunsch zerbricht, weil man eben nur Ja, der noch ist sowieso den, ja schon weg, der ist eigentlich. ohnehin schon angeknackst und ja, und manchmal ist sozusagen das Ziel, das gefühlte Ziel besteht nur noch darin, dem geliebten Kind wieder nahe zu sein, ohne natürlich zu wissen, wird es denn auch wirklich so sein, wenn wir dann mal nicht mehr sind. Das ist ja noch die andere Ja, Geschichte. genau. Und das ist, das tut weh, es zu betrachten auch. So, was möchtest du am Ende deines Lebens auf keinen Fall bereuen? Ich glaube, also wenn ich mein Leben so weiterführe wie bisher, muss ich nichts bereuen, weil ich ja, wie schon gesagt, ich versuche ja immer das Beste zu machen, aus allem das Beste zu machen und das Beste zu geben. Und mehr kann ich ja nicht, also muss ich auch nichts bereuen. Also, oder? Ja, man stellt sich, oder unser Eins sagt so locker, oder? Ja, also mir geht's wie dir. Ich bereue nichts, weil ich habe alles durchgezogen, was ich machen wollte. Bin eben halt immer meinem Herzen gefolgt gegen alle Widerstände. Aber ich weiß natürlich, es gibt diesen, im Internet kursiert so ein Schriftstück von einer Krankenschwester, die so die 10 Sachen aufgeschrieben hat, was Menschen am Ende ihres Lebens, also wirklich auf dem Sterbebett, wo sie sagten, ich bereue das. Echt? Ja, und ganz viele sagen einfach wirklich eben, dass sie zum Beispiel viel zu wenig auf sich selbst geachtet haben, ja, dass sie ihren eigenen Sehnsüchten nicht gefolgt sind und dieses Bereuen in der letzten Stunde des Lebens, bestimmte Dinge nicht mehr gemacht zu haben, oder wenn Menschen plötzlich tatsächlich todkrank werden und dann feststellen, oh Gott, ja, jetzt ist das, was ich schon seit 20 Jahren plane und immer aufgeschoben habe, jetzt kann ich es auch nicht mehr machen. Das ist ein großes Thema. Ach, das sind so diese irdischen Sachen oder so. Oder ich wollte doch noch auf die Bahamas oder irgendwie so ein Quatsch, ja. Also sowas käme mir nicht in den Sinn. Aber ich würde es, mir ist es nur wichtig, dass ich, und das muss man natürlich zu Lebzeiten, also permanent, sich permanent drum kümmern, dass man zum Beispiel keine wichtigen Sachen unausgesprochen lässt. Dass man Ja. also sich entschuldigt, wo man sich entschuldigen sollte und ja. Und auch das Gespräch sucht letztendlich. Also ich, wenn jetzt, wo Oder du sich so in, versöhnt vielleicht auch mit jemand, mit ja. dem, ne, Ja, also und solche Sachen. jetzt, wo du es quasi angedeutet hast, also mein Stiefvater ist ja schon seit vielen Jahren mittlerweile tot, ja, und ich bin ja ausgezogen und habe dann nie wieder ein Wort mit ihm geredet, bin nie wieder nach Hause gekommen und nichts. Aber trotzdem gab es im Hinterkopf, war eben dieses Ding, naja, vielleicht gibt es ja noch irgendwann mal die Möglichkeit, wo ich ihm entweder eins aufs Maul hauen kann, ja, oder eben immer noch der kleine Junge, ja, dass vielleicht ja doch irgendwann mal was von ihm zurückkommt. Verstehe ich so Und gut. das ist natürlich schon so ein Ding, wo ich sage, ich hätte vielleicht doch irgendwann mal so nach 5, 6 Jahren nach Hause fahren sollen und dann sagen, so, jetzt setzen wir uns hin, ich bin jetzt nicht mehr der kleine Trottel, den du auf die Fresse hauen kannst, und jetzt reden wir mal. Und was ist dir eigentlich dabei eingefallen? Was soll das? Und wenn nach so einem Gespräch dann quasi
gar nichts mehr kommt, ja, dann, mein Gott, dann ist es halt, wie es Aber du ist. hast es Und versucht. nein, habe ich halt nicht. Ah, ja, Also, nee, ich meine, aber dann hast du es versucht. Wenn das, so, genau. Und ich habe ich das mit hab's. meiner Schwester Ja. geschafft. Ich bin also 2, 3 Jahre, bevor mein Vater gestorben ist, nach 25 Jahren Pause, sind wir da hingefahren und haben meinen Vater besucht, weil der hatte dann schon so eine, ach, so eine Darm-OP, weil der Darmkrebs gehabt hat und so. Und wir haben eigentlich gehofft, auch so wie du gesagt hast, dass der irgendwas begriffen hat oder dass man sich jetzt mit dem unterhalten kann oder so, ne? Oder so eine Art Versöhnung stattfindet, aber das war nicht möglich. Der war das gleiche Arschloch wie damals auch. Und dann sind wir da halt wieder weg, aber dann wussten wir, okay, also versucht haben wir es, ne? Mussten wir uns auch nicht vorwerfen. Das war auf jeden Fall. Also ich habe da auch noch ein, zwei Baustellen offen in in dem Bereich, aber da ist es auch so. Im Moment bin ich da noch nicht so weit und weiß aber eigentlich, du solltest das ändern. Aber da ist dann wieder von Wollen und Können sind halt zwei verschiedene Geschichten und es Ja. im Moment gerade nicht zu tun, fühlt sich für mich nach wie vor besser an. Okay.